Jürgen, du bist das Gründungsmitglied, kann man sagen, nicht? Und der Initiator von RTI Radio, dem ja. Internetradio, und zugleich auch der Vorsitzende vom Trägerverein RTI e.V. Ja. Kannst du uns den Verein mal kurz vorstellen und das Radio? Ja, also den Verein, ja, der Verein kümmert sich eigentlich darum, dass das Radio die Mittel hat, um den Senderbetrieb aufrecht zu erhalten, und das Radio selbst kümmert sich im Prinzip darum, ein bisschen das siebenbürgische Leben, die siebenbürgische Mundart hörbar zu machen. Entsprungen ist die ganze Idee daraus, dass ich zum einen mir gesagt habe, ich würde gerne etwas machen, was es in der Form noch nicht gibt. Und das war halt eben siebenbürgisches Radio. Mundartradio, das war mir wichtig. Warum? Weil es einfach, wir sehen es auch jetzt, wir führen das Interview auf Deutsch. Siebenbürgisch ist eine Mundart, die gesprochen wird und nicht geschrieben wird. Und wenn man sich in die Richtung irgendwie engagieren möchte, muss man sie hörbar machen, muss man sie sprechen, muss man sie am Leben halten. Man kann die nicht aufschreiben, man kann die nicht irgendwie archivieren oder sonst irgendwie. Am Leben bleibt das Ganze, indem man spricht, indem man es hörbar macht. Und das war im Prinzip die Idee dahinter. Ja, und bei diesem Projekt machen ja nicht nur Sachsen mit uns, es geht ja nicht nur um Sachsen. Ja, ich habe das absichtlich so angelegt und nicht gesagt, ich mache das nur mit Siebenbürgern und nur für Siebenbürgern. Ich wollte das eben gemeinsam machen mit anderen. Wir sind gestartet mit Deutschen und Rumänen. Die Rumänen haben uns leider ein bisschen verlassen im Moment. Da gab es überall, wo es interkulturell zugeht, knatschte es. Auf der menschlichen Ebene hat es ein bisschen geknatscht, aber wir sind weiterhin offen. Wir wollen das weiterhin nicht strikt für Siebenbürgern oder allein siebenbürgisches Radio machen. Wir wollen es zusammen mit Deutschen, wir wollen es zusammen mit Rumänen machen. Die Deutschen sind weiterhin mit von der Partie, da kommen morgen unsere Kollegen noch aus Thüringen und aus Frankfurt noch mit dazu. Da freue ich mich ganz. Wo kann man euch antreffen hier in Dinkelsbühl? Also wir haben einen Stand im Spitalhof, im oberen Spitalhof haben wir unseren Stand aufgebaut. Für dieses Jahr haben wir geplant eine Auswahl von Interviews, die wir in der letzten Zeit geführt haben, den Hörern anzubieten direkt am Stand. Also da liegen dann Ausdrucke vor, wo sich die Hörer dann sagen können, das Interview würde mich interessieren, da will ich mal reinhören. Dann bekommt er die Kopfhörer und kann das gleich vor Ort anhören. Letztes Jahr haben wir live gesendet. Da waren wir leider ein bisschen weit vom Schuss. Wir waren zwar mittendrin, aber dennoch ein bisschen abseits, nämlich im Tourismusamt. Das war eigentlich ganz gut, es war ein guter Raum, es war super, aber es kam halt niemand zu uns hoch, weil uns niemand dort vermutet hat. Und da haben wir dieses Jahr beschlossen, das ein bisschen anders zu machen, ein bisschen mehr ins Zentrum zu gehen und eben nicht live zu senden, weil die Möglichkeiten dort vor Ort zum Senden nicht gegeben sind.